Recognition authorized. Welcome. Da starten wir direkt mit dem Undead Pack von Lil Pup in Dweeby. Characters vom 11. September 2022. 5 Sterne, aber nur eine Bewertung. Ein Review, da war er auf jeden Fall sehr zufrieden. Eine von allen Fragen beantwortet. Ja, die Beschreibung ist jetzt nicht so viel, ist insgesamt auch sehr übersichtlich, gibt da jetzt auch nicht so viel zu sagen. Ich blende dir auf jeden Fall hier währenddessen nochmal diese ganzen Charaktere ein. Diese ganzen separaten Links verweisen dann nochmal auf extra Seiten dazu halt, wo dann Videos dazu gemacht wurden. 0 Euro gekostet hat es 60,49 Euro und ist im Grunde genommen für alle Plattformen, die wichtig sind, also für jede Plattform auf diesem Planeten enthalten. Support 420 bis 427, Klassiker und 5 natürlich. Das Ganze ist ein Asset-Pack, ist ja klar. Und jetzt kommen wir mal direkt, überspringen wir den ganzen Kram mal. Kommen wir direkt zu, obwohl nein, LODs, 4 LODs, überspringen wir nicht. So, dann kommen wir direkt zu den technischen Details. Also Rigged, yes, sehr gut. Rigged to Epic Skeleton, noch besser. Und mit IK Bones, wenn sie auf den Epic Skeleton geriggt sind. Animation, ja, ist ja klar. 65 Animationen, 23 Material, 36 Texturen. In Place Animationen sind das, 5 Charaktere, 2, 4, okay. Was sind die dann alle? Dann haben wir Colorname, Roughness, Aero, Massive Opacity, 2 bis 4. Ja, zur Not kannst du das ja auch noch runterschrauben, falls es nicht passen sollte für dich. Und weiter gibt's hier nichts zu sagen. Es ist halt sehr, sehr übersichtlich. Sieht ganz lustig aus, besonders der hier sieht ganz lustig aus. Kriegen wir nochmal einen Screenshot von hier, glaube ich. Ja, mit dem kann man bestimmt was machen. Den habe ich jetzt schon gefressen. Ja, alles klar. Das war schon zu dem Pack. Ja, machen wir weiter mit dem Halloween Pumpkin Set. Mit dem Asset Pack von PackDev vom 18. August 2022. Auch wieder nur eine 5 Sterne. Der hat einfach nur geschrieben, cool, Ausrufezeichen. Und ja, das ist das Ganze. Die Besonderheit ist hier, dass es ein PBR-Environment ist. Wenn der PBR nichts sagt, dann schreibt mir mal in die Kommentare, ob ich dazu vielleicht nochmal ein Tutorial machen soll. Ja, PBR-Pipeline, suited for AAA-Quality, bla bla bla, bla bla bla. Okay, also 48,39 hätte es gekostet für alles Mögliche am Start. Hierbei sogar, was ist das, HoloLens 2, 426, 427, der Klassiker 5, wieder Asset Pack, genau das gleiche wie beim letzten. So, technische Details, was haben wir? Mesh Props Environment, 146 Meshes total, ja, das ist, da hätte ich jetzt ein bisschen weniger erwartet. Auch cool in Szene gesetzt, diesmal mit Tiefen und Schärfe hier. Diesmal sage ich nichts. So, was haben wir? Textures 1 bis 4K, 66, Custom Made alle komplett, 32 Materials, 3 Base Materials, 29 Material Instanzen, alles solide soweit. Demo-Szene ist dabei, direkter Support vom Dev, aber wie, müssen wir gleich nochmal gucken. Collision, yes, LODs, no. Ja, gut, dabei kann man es vielleicht noch verzeihen, ich weiß, muss man die mal angucken. Okay, wer ist der fieseste? Er oder er? 3, 2, 1, der ist richtig böse. Der nicht so. So, was haben wir da? Also nur diese Szene. Ja gut, da kann man sich wahrscheinlich schnell, kommst du wahrscheinlich sogar mit Auto-LODs durch, zumindest bei den Kollegen hier. Irgendwann, sehr schnell kannst du die Gesichter sowieso nicht mehr erkennen. Ich denke mal, es geht hier sowieso nur um die Dudes hier, nicht um den ganzen anderen Kram. Gut, Video dazu gab es jetzt nicht und dann sind wir hier auch schon durch. Diesmal echt eine schnelle Runde. Ja, that's it. Ja, weiter geht's mit Zombie Movement and Modular Interactions Animations von ByteSumP Ltd. Animations am 29. April 2021. Nicht ganz 5 Sterne, 4 Reviews, einer war unzufrieden über die Qualität, 3 fanden sie cool. Ich persönlich kann schon mal vorweg sagen, manche sind ein bisschen zu abgehackt, es sei denn, man geht auf diesen scary, abgehackten Movement-Stil, dann sind die, die ich meinte, jetzt auch wieder okay. Insgesamt, denke ich, kann man da nicht meckern. Ich persönlich würde das Set aber jetzt nicht nutzen. Ja, supported wird Mac und Windows. Gucken wir mal eben welche. 64-Bit natürlich. 30,23 € hat es gekostet. 426, 427, 5. Ja, immer dasselbe, ist ja klar. Ist natürlich auch ein Asset-Pack. Und die ganzen Animationen, den ganzen Kram lese ich jetzt hier nicht vor. Das siehst du jetzt in dem Video, da spiele ich dir ein. Technische Details. Rigged to Epic Skeleton. Wunderbar. Ich meine, sieht man ja auch. Rigged to Epic Skeleton, IK Bones are included. Auch wie beim ersten. Insgesamt 32 in Place und 2 Root Motion Animationen. Supported für alle Plattformen. Blablabla. Dokumentation ist am Start. Discord ist am Start. Auch sehr gut. Ja, wunderbar. Auch jetzt eine schnelle Nummer hier. Was haben wir hier noch? Ja gut, das sagt natürlich jetzt nicht so viel aus. Ja okay, ist auf jeden Fall ist in Ordnung. Ich glaube, es ist gerade so Mittelmaß, würde ich sagen. Umsonst natürlich richtig geil. Ob ich 30 Euro dafür ausgeben würde, weiß ich jetzt nicht. Aber
Heute ist es gescheckt. Ja, kommen wir nun zum Advanced AI Spawn System. Ein bisschen was Interessanteres von Game Ready Blueprints vom 1. Juni 2021. Auch fast 5 Sterne, 7 Reviews. Da hat einer gesagt, also da war einer mit dem Umfang nicht zufrieden. Die meisten sind aber sehr zufrieden. Einer hat auch geschrieben, dass es sehr performant ist, das System. 27 von 27 Fragen wurden beantwortet. Der ist also auch am Start, der Dude, und beantwortet alles. 42,34 € soll es kosten. Windows, Apple, Android und so weiter, die üblichen Verdächtigen. 4,18 diesmal bis 4,27 und 5 ist natürlich auch ein Asset Pack. Ja, was haben wir hier alles? Advanced AI Spawn System for Quick. Okay, das haben wir alles schon gesehen. Ich lasse auch mal das Video laufen. One Blueprint for the entire level. System works in construction script. You will immediately see the result. Okay, Previews, lasse ich dir alles jetzt mal laufen, während ich hier einmal alles überfliege. Es sind mehrere Updates am Start, das ist schon mal ein sehr gutes Zeichen. Der ist nicht nur bei den Fragen hinterher, sondern updatet das Ganze auch noch, wunderbar. Es wurde auf jeden Fall optimiert. Ability-System für ein Behavior Tree ist dazugekommen. Für AI Network Replication wurde geaddet im Nachhinein. Also das ist auf jeden Fall schon mal sehr gut, wenn man das einfach mal im Nachhinein nachschießt. Hat der auf jeden Fall schon mal einen Pluspunkt. Kommen wir zu den allgemeinen Features, die vorher da waren. Zwei Types of Area Spawns, Sphere and Box, Configuration, ja, Dimensionen, Spawn Location, you can add area names, see information about I, bla bla bla. Screen for fixed placement results, setting of maximum spawn, selecting objects to ignore, ability to respawn AI. So, auf jeden Fall, es sieht sehr flexibel aus. Was ich jetzt persönlich, also ich würde es mir wahrscheinlich selber bauen, das System. Einfach auch, weil ich Bock hätte, so ein System mal zu bauen. Was ich aber, wenn ich mich jetzt in die Situation begebe, dass ich schnell mal was brauche, einer hat auch gemeint, irgendwie hat ein RPG gebaut und das war genau richtig und er musste sich halt um nichts mehr kümmern und so weiter, und da sehe ich die Stärke. Besonders cool fand ich jetzt, wie in dem Video zu sehen, ist auch so ein mehrstöckiges Spawn-System. Das finde ich cool. Das macht bestimmt auch Spaß, sowas zu programmieren, und das ist, glaube ich, auch eine von den Stärken. Natürlich jetzt auch Network Replicated. Ich rede jetzt hier von der Base. Dann haben wir noch Space Mode Spawn. Das ist auch so eine Sache, wenn die dann, ich weiß jetzt nicht, ob das Movement drin ist, also das Movement in der Luft ist ja auch tricky. Ja, Multiple Level Spawn habe ich ja schon gesagt. Ability Work with World Composition, ja, ist auch sehr gut natürlich. Der ist auf jeden Fall up to date. System Startup Timer, ja, okay. Multiplayer Network Replicated. Multiplayer Network Replicated. Und Replication Edit. Achso, er hat das wahrscheinlich einfach da hinzugefügt, alles klar. Ich habe nichts gesagt. Can work without Behavior Tree. Okay, ja, jetzt, ne, nach dem Update. Insgesamt auf jeden Fall sehr interessant. Haben wir auf Blueprints 10, Sky Mission 2. Okay, das ist wahrscheinlich eher interessant. Ne? Wen interessiert das schon? Inputs, okay. Dokumentation ist am Start. Aber insgesamt, ja, cool. Okay, das ist das Einzige, was ich mir jetzt so gedacht habe, ist, wie einfach kann man sich das jetzt selber bauen? Die Frage ist, wenn du als Anfänger jetzt reinkommst und das siehst, bist du wahrscheinlich direkt überfordert, denkst dir, oh mein Gott, kann ich auf jeden Fall nachvollziehen. Und da ist das wahrscheinlich Gold, das System. Ne? Du ballerst das rein, du siehst das Ergebnis sofort. Mit dem Construction Script arbeitet das hier, diese mehrstöckige Kram ist auf jeden Fall auch sehr gut. Das Erste, was mir in den Sinn kommt, wenn ich das alles sehe, wie performant ist das und wie verhalten sich die ganzen, zum Beispiel, die werden da gespawnt. Liegen da ja nicht rum. Das ist wahrscheinlich ein anderes System, oder ich habe irgendwas missverstanden. Wie performant ist das und wie verhalten sich die Enemies halt? Ich habe unter anderem gelesen, dass es auch eine Funktion gibt, dass die halt zurückgehen. Also das finde ich immer besonders gut. Bei den meisten Systemen, die so arbeiten, ist das so, die Gegner werden hier gespawnt und dann hat man das aber nicht zu Ende gedacht. Denn wenn ihr vorbeigehst und die kommen alle zu dir, die sehen dich nicht mehr und bleiben hier stehen, ja, dann ist das ganze System obsolet. Es sei denn, du willst natürlich ein bisschen Chaos reinbringen, aber ich würde auf jeden Fall, so wie er auch hier, was einbauen, dass die nach einem gewissen Time einfach wieder zurücklaufen und dass, wenn er eine bestimmte Distanz oder Sichtweite hinter sich gebracht hat, dass es natürlich alles neu spawnt und so, damit es optimiert ist. Das scheint hier wirklich alles der Fall zu sein. Deswegen nicht schlecht und jetzt auch noch umsonst. Perfekt. So, kommen wir jetzt zum letzten Asset in der Runde. Das 4-in-1 Modular Research oder die, nee, das 4-in-1 Modular Research Facility Mega Bundle von Triss Games vom 6. Dezember 2019. 5 Sterne, 16 Reviews, alle sind zufrieden, 5 von 5 Fragen beantwortet, und er schreibt schon mal, er hat, das Ganze besteht aus über 797 Meshes. Das ist auf jeden Fall eine Meshbombe, und das Ding kostet normalerweise 242 €. Alles klar, das ist erstmal eine Hausnummer. Ja, Windows 32, 64-Bit, 4,24, 4,27 und 5. Und surprise, surprise, ein Asset Pack, das Ganze. Ja, ich habe mir gerade mal hier alle Reviews durchgelesen, oder überflogen, nicht alle durchgelesen. Ja, kommen wir direkt hier zu den technischen Details. Modular Environment, all Meshes are modular.
alle Meshes am Modular? Ja, glaube ich nicht. Wahrscheinlich nur von einem Bundle sind die da modular. Ich glaube nicht, dass die alle modular aufgebaut sind. Bestimmt nicht so gemeint. Modular Exterior Buildings and Office Props, Advanced Master Material and Paintable, Advanced Decal Material, Decal Textures Interchangeable with Many Parameters, EP Door and Light, Moving Doors, Moving... Okay, also ja, ich weiß nicht, also ich komme da gleich nochmal zu. High Quality, also 100% optimiert, okay, finde ich gut. Ich weiß aber natürlich nicht, was es heißt. High Quality Road Textures, Decals, Materials are Enterable Buildings, ja, also begehbare Gebäude, das setze ich jetzt mal bei einer Facility voraus, aber ich meine, sehen wir ja, ne? Oder er meint wahrscheinlich hier die Base draußen. So, all the models are ready to be integrated into your projects as quickly and easily as possible. Ja. Also die Beschreibung ist jetzt ein bisschen, hier steht zwar viel, aber im Vergleich zu anderen steckt da nicht so viel Information drin. Number of unique meshes, okay, da hat er schon gesagt, jede Menge Meshes, 47 Blueprints, Collision, yes, Custom, sehr gut, keine LODs, schade, Number of Materials, Material Instances, 1058, das, ja, 500 Decals, aber das ist auf jeden Fall schon, also das ist immer noch der Killer hier, ne? Number of Textures, 1824. Texture Resolutions 512 bis 486. Okay, da ist natürlich alles dabei. Ja, und wie gesagt, wie ich immer sage, ne, kannst immer noch downscalen. Supported Platforms haben wir schon gesehen. Obwohl, Moment. Okay, hier Windows und hier steht Mac dabei noch. Hier verweist dann auf einen Bug. Ja, Video habe ich dir währenddessen schon eingespielt. Kommt so ein ganz kleines bisschen an manchen Stellen so Half-Life-Flair auf, finde ich. Aber die hatten mit weniger Props, mit weniger Detailgrad trotzdem mehr Flair. Das kann natürlich jetzt sein, dass das meine Meinung daraus resultiert, wie ich das damals empfunden habe, wie ich das gespielt habe. Da galten natürlich noch andere Voraussetzungen, damals 1314. Und hier ist es jetzt so, ich muss ja einmal kurz was zeigen. Also das ist jetzt, das finde ich cool. Das kann ich auch noch nachvollziehen, obwohl hier noch mir ein bisschen Detailgrad fehlt. Das kann ich jetzt leider nicht mehr so nachvollziehen. Also mich stört sofort hier dieser Schalter und so. Ist natürlich meckern auf hohem Niveau. Das wird natürlich wieder gekontert. Hier liegt ein Kabel, okay. Aber das ist jetzt nichts, wo ich jetzt drauf gucke und sage so, wow, das ist der Shit. Aber ich meine, vielleicht ist es auch absichtlich so. Er sagt, kannst du sofort einsetzen, komm mal deine Props rein, ist auch okay. Also ich will das jetzt nicht schlecht reden. Das ist jetzt einfach nur meine Meinung. Wo haben wir denn jetzt noch mehr? Hier, ja, ich weiß nicht. Da fehlt mir ein bisschen, hier ist jetzt so eine Ampel, die hängt da einfach nur. Mich persönlich triggert das ein bisschen. Das ist alles ein bisschen leer und nicht so detailliert hier. Das sieht auch älter aus irgendwie. Es sieht so aus, als ob es aus der Half-Life-Zeit kommt ein bisschen. Vielleicht habe ich deswegen auch die ein bisschen so die Vibes. Aber was ich eigentlich meinte, sind ja solche Sachen. Das ist okay, hier ist ein Schalter, hier sind Leitungen und so. Bei Half-Life haben die gerade so angefangen, mal ein bisschen nachzudenken. Früher war da immer irgendein Schalter. Und bei Half-Life hatten die da wenigstens so eine Brushbox, die schwarz angemalt war, die so aussah, als wenn das halt ein Stromkabel wäre, weißt du? Und das, ja, das finde ich halt richtig geil, sowas. Na, hier so ein bisschen, dass das glaubhaft ist, das Ganze. Das gefällt mir schon viel, viel besser, ja. Also wenn mal da passiert ist, wollen wir nicht wissen. Hier draußen wieder ein bisschen karg und hier genau das gleiche leider. Ist alles ein bisschen, also an manchen Stellen gut und dann auch wieder viel zu wenig, finde ich. Schreib mal in die Kommentare, wie du das siehst. Vielleicht ist das jetzt auch nur meine Meinung, vielleicht bin ich auch schon zu viel gewohnt. Vielleicht bin ich verwöhnt. Das kann ja auch sein, ne? Der Herr Engineer ist verwöhnt. So, aber mal im Ernst. Schreib mal in die Kommentare, was du davon hältst und wieso deine Vibes davon sind. Insgesamt, ja, ich merke schon, hier halte ich mich am meisten auf. Insgesamt, aber natürlich richtig, richtig, richtig Mesh-Overkill. Du kannst da auf jeden Fall was machen. Worauf ich auch immer gucke, sind hier die ganzen Texturen. Ich finde das immer mega, wenn super viele Texturen dabei sind, weil aus denen kann man natürlich noch tausend andere Sachen zaubern und die vielleicht auch verändern zum Beispiel. Ich mache zum Beispiel persönlich auch ungern selber was grafisch halt, deswegen gucke ich immer darauf, dass ich viele Grafiken kaufe oder mir solche Sachen sicher, falls ich mal irgendwas brauche, damit ich den ganzen Kram nicht selber machen muss, nur ein bisschen verändern, dann ist das halt gut, ne? Deswegen, also das ist ein riesen Content-Package für 0 Euro sowieso richtig, richtig, richtig geil. Ja, was ist es jetzt, ne? Was ist es jetzt? Also insgesamt würde ich jetzt sagen, so ist das Niveau ein bisschen wieder runtergegangen. Aber auf der anderen Seite muss ich auch direkt kontern und sagen, so in den letzten Monaten bin ich also mehr als zufrieden gewesen. Also super, super geile Sachen dabei. Nur wir sind ja jetzt im Oktober. Okay, jetzt muss ich irgendwas sagen. Ich persönlich würde sagen, für mich ist jetzt nichts dabei.
Für mich ist nichts dabei, aber ich sage immer, wenn ich ein Pack nehmen müsste, würde ich persönlich auf jeden Fall hier die Mesh-Bombe nehmen. Ich kann mir sehr gut vorstellen, dass das 4-in-1-Pack, ja, obwohl, wenn jetzt ein Beginner reinkommt und was richtig Cooles zaubern will und vielleicht von einem von den Sachen noch nicht so viel Ahnung hat, dann noch ein bisschen was lernen muss, dann ist wahrscheinlich auch eher das hier interessant. Also es gibt da super viele Packs und vielleicht hat derjenige dann, sehr wahrscheinlich sogar hat derjenige dann viele davon. Ich würde sagen, so für so Beginner ist eins von den beiden sehr interessant. Da würde ich dann das Advanced AI System präferieren, weil du so ja schon viele Animationen auf dem Markt kriegst. Und also ist auf jeden Fall mittlerweile ultra einfach, sich Animationen zu besorgen, und die sind sowieso alle abgestimmt oder du kannst sie abstimmen auf den Epic Skeleton, und von daher würde ich sagen, ist das hier so der Newcomer-Gewinner. Und ich persönlich, wenn ich müsste, würde ich mir das Ding nehmen, einfach nur, weil ich super viel Content habe und der kommt dann in meinen Content-Goldspeicher, den ich wahrscheinlich 2099 oder so dann nochmal aufmache und reingucke. Oder niemals, aber egal. Was man hat, hat man, und was man nicht braucht, wird nicht gelöscht. Kennst du ja. Na okay, das war meine Meinung. Ich bin gespannt auf deine Meinung. Welches Pack würdest du dir selbst nehmen, wenn nichts dabei ist? Was würdest du nehmen, wenn du es müsstest? Und was denkst du, ist das beste Anfänger-Pack jetzt hier in der Sammlung? Hau's in die Kommentare und vor allem auch ein Like, wenn dir das Video gefallen hat, ein Abo, um nichts mehr zu verpassen. Geben demnächst noch ein paar neue Tutorial-Serien an den Start, und wenn du Hilfe brauchst, weißt du ja, komm auf Discord vorbei, wenn du ein bisschen quatschen willst, wenn du dein Projekt zeigen willst, einfach vorbeikommen und dann sehen wir uns da. Okay, ich quatsche jetzt nicht mehr weiter, wir sind jetzt am Ende dieses Videos und ich würde sagen, wir sehen uns im nächsten. Da zeige ich dir dann, wie du deine eigene Projektvorlage erstellen kannst. Wenn du nicht warten möchtest, kannst du das übrigens jetzt schon auf Patreon anschauen. Bis dahin, Unreal Engineer, out.